willkommen zu einem neuen Vlog. Wir gehen jetzt nach Schlüchtern. Es regnet zwar im Moment noch draußen, aber laut Wetterbericht soll es um 16 Uhr aufhören. Wir haben jetzt gleich 15 Uhr und wir hoffen, dass es bis dahin aufgehört hat. In Schlüchtern ist Kalter Markt. Das ist so ein Heimatfest und der Ursprung davon geht zurück bis ins 12. Jahrhundert ungefähr. Und da sollen wohl jährlich so rund 100.000 Besucher immer an dem ganzen Wochenende vor Ort sein. Und die Verena und ich, wir waren da noch nie da. Und deswegen schauen wir uns das jetzt heute trotz Regen mal an. Und ja, wir werden gleich abgeholt. Deswegen, auf geht's! Die 4 Euro haben sich gelohnt, das ist besser wie der Taron gewesen, ohne Scheiß. Glühwein! Leute, schaut mal, was es hinter uns gibt. Langhaus, oder wie das heißt. Wenn ihr uns schon länger verfolgt, kennt ihr vielleicht die Videos aus Budapest. Und da blenden wir euch mal ganz kurz ein, was wir da gegessen haben oder wie das in Budapest aussah. Wir haben uns jetzt schon, wie heißt es, Langhaus geholt. Ja. Bei Retro irgendwas. Ich mach Vortester. Da ist Sour Cream and Cheese und Knoblauch. Und Knoblauch drauf. Mm. Und? Gut? Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die aussehen, aber ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Bock da drauf. Nee, da wird mir wieder schlecht, wenn ich das sehe. Zurück vom Kalten Markt. Yay! Wir waren noch in der Havanna Bar. Havanna Bar. Haben noch Cocktails getrunken. Was gegessen.
und einen Cocktail getrunken. Ich habe einen Pina Colada getrunken, aber es war zu viel. Mir ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe eine Pizza gegessen und ich bin vollgefressen ohne Ende. Und ich glaube, das Video oder die Aufnahmen vom kalten Markt waren jetzt nicht ganz so toll. Aber wir haben euch noch was Tolles aufgehoben für den Schluss. Das Riesenrad beleuchtet. Jetzt erzähl noch mal eigentlich in Ruhe, wie dein... Wie hieß es? Take Off hieß das. Ich habe gedacht, das ist sowas wie Breakdance, aber wo wir angeschnallt wurden, das waren schon heftige Bügel und da hat meine Freundin, die Sabrina, gesagt, okay, ich glaube, das ist etwas heftiger, weil mit solchen Bügeln, da geht es dann hochwärts und ich so, ach Quatsch. Aber dann lese ich dann Take Off, oh oh, ich glaube, das geht wirklich in die Luft und wir sind wirklich in die Luft gegangen. Also wir waren wirklich kopfüber senkrecht nach unten und ich... Was? Und ich kopfüber senkrecht nach unten? Im Leben nicht! Und ich mit meiner Höhenangst, war mir es am Ende so schlecht gewesen, mich hat's gedreht. Oh. Das war nicht kopfüber. Ja, das war vielleicht so steil. Ich habe nach unten geguckt. So, vielleicht so steil, aber viel mehr war es nicht. Okay, wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Ihr seht jetzt nochmal das Riesenrad beleuchtet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.